Die deutsche Rentenversicherung bewilligt nur eine befristete Erwerbsminderungsrente, obwohl die Antragstellerin todkrank ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wir haben wieder einen kuriosen Fall in unserer Praxis, oder sagen wir mal nicht kuriosen Fall, sondern eigentlich schon eher einen sehr, sehr traurigen Fall in unserer Praxis. Die deutsche Rentenversicherung bewilligt bei einer Mandantin von uns, die wirklich todkrank ist, nur eine befristete Erwerbsminderungsrente. Und zwar bekommt unsere Mandantin mit Rentenbescheid, ich habe ihn hier vor mir liegen, vom 11.08.2020 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung zuerkannt, und zwar zum 1.05.2020. Und diese ist befristet bis zum 30.11.2022. Und als Grund für die Befristung wird angegeben, dass unsere Mandantin dass nach Ablauf der Befristung im Jahr 2022 der Grund für die Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen aufgehoben sein kann, also dass sie wieder gesund ist. Das ist natürlich sehr erstaunlich, denn unsere Mandantin ist schwerst erkrankt. Und deshalb hat sie aus unserer Sicht eigentlich einen Anspruch auf eine Dauerrente und keine befristete Rente. Und zwar leidet unsere Mandantin an Krebs. Und zwar unheilbar. Sie hat ein Magenkarzinom Typ 4 mit Lebermetastasierung, eine pulmonale metastasensuspekte Rundherde beidseitig, und sie bekommt eine palliative Chemotherapie. Und das sind sozusagen die letzten Aussagen, die Befundberichte, die wir seit dem 12. August 2020 vor uns liegen haben. Und deshalb war ich schon einigermaßen sprachlos, dass die deutsche Rentenversicherung hier nur eine befristete Erwerbsminderungsrente bewilligt hat. Denn nach dieser Befundlage ist es eindeutig, dass unsere Mandantin nie wieder arbeiten gehen kann. Sie wird auch nie wieder erwerbsfähig sein. Denn sie wird an dieser Erkrankung in absehbarer Zeit leider versterben. Das ist die bittere Realität. Sie bekommt eine palliative Chemotherapie. Ihr geht es zwar zurzeit gut. Sie kann eigenständig gehen, laufen und auch in Urlaub fahren und so weiter, was sie auch alles gemacht. Und sie genießt auch jetzt ihr Leben. Aber es ist absehbar, dass sie an dieser schweren Erkrankung sterben wird. Und deshalb ist es völlig unverständlich, dass die deutsche Rentenversicherung hier nur eine befristete Erwerbsminderungsrente bewilligt hat. Und deshalb sind wir gegen den Rentenbescheid in Widerspruch gegangen und wir fordern die deutsche Rentenversicherung auf, hier eine unbefristete Erwerbsminderungsrente als Dauerrente zu gewähren, damit auch der Anspruch unserer Mandantin gewahrt bleibt und sie auch wirklich das bekommt an EM-Rente, was ihr zusteht, nämlich als Dauerrente. Es geht also nicht um die Frage der Höhe der Rente, sondern es geht um die Frage, dass ihr eine Dauerrente zusteht, weil die medizinischen Gründe schlicht und ergreifend vorliegen, dass sie einen Anspruch auf diese Dauerrente hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Okay, so, wo haben wir das Ding hier?